Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Vampirfamilie Fong. Und irgendwo unsere Katze Valerie hat hier irgendwas. Ich weiß nicht, was sie hat. Ich habe Luisa mal hierher geschickt. Die soll mal fragen, was los ist. Was ist los? Komm. Okay. Na, jetzt, was ist los? Ach so, die kann nicht rein. Okay, dann muss ich mal Ankap sagen oder fragen. Oder warte mal. Ich mach mal was anderes. Sie kann nämlich nicht durch die Tür aufschließen. So, Moment. Was ist los? Das hatten wir ja mal für... Ja, jetzt geht sie raus. Konnte sie deswegen nicht raus? Oder was war das gerade? Geh mal raus hier, weil das riecht nach Knoblauch. Wo ist sie denn jetzt hin? Da. Dann fragen wir sie hier. Was ist los? Ich wollte sie übrigens mal auch umziehen. Auch wenn sie mir mit dem Zylinder so gut gefällt. Ah, belehren. Hunger. Okay, Valerie hat Hunger. Vergiss nicht, einen Fressnapf für sie zu füllen. Okay, ich belehre dich gerade nochmal und da ist auch der Fressnapf. Aber ich sag mal, auffüllen. Das hätte sie noch essen können. Schüssel leeren. Und Valerie zum... Oh, Jemen, mit einem wunderschönen Outfit ist unser Fabio ist das. Er ist jetzt befördert worden zu Star-Ingenieur und ich finde, es passt sogar in diesem Outfit, mein Lieber, dass du uns dann jetzt, es sieht so lustig aus, dass er uns jetzt tatsächlich verlässt, damit wir nämlich die Sophia einziehen lassen können, die zukünftige von Kevin. Wobei, das geht ja eigentlich noch. Nee, wir lassen dich so lange noch hier, bis wir geheiratet haben. Und dann, wenn wir Techtelmechtel und Kinder oder Babys machen, dann musst du leider ausziehen. So. Du. Weißt du was? Als Betreuer annehmen. Geh mal hier gerade Plasma trinken. Mach mal einen ausgiebigen Getrank bei deinem Onkel. Valerie kommt. Ach, die hat gerade was getrunken. Ja, die hat gerade Plasma getrunken, Mensch. Was macht Saskia eigentlich? Ach, Gott. Dass du dich verlobt hast. Herzlichen Glückwunsch. Wer ist denn das? Keine Ahnung. So. Das ist doch ein Grund für Fabio, dann demnächst auszuziehen, oder? Dass er ständig gebissen wird hier im Haus. Wir halten uns Menschen. Oh je, der ist jetzt müde. Und... So, Lisa, geht es gut? Wobei sie tatsächlich auch noch eine dunkle Meditation machen kann. Und du darfst ja niemanden trinken. Dann nimm mal hier Plasmafrucht essen und Plasmafrucht essen. Kannst zwei dann nacheinander essen. Und Anka ist ins Bett. Valerie? Na, wo ist sie denn? Ach, die ist gerade auf Toilette. Die mal gesäubert werden sollte, so wie es aussieht. Nö. Hm. Muss man die nicht säubern? Ich will nicht in Inventar, das ist ein bisschen blöd. Okay, ich dachte mal... Cool! Ey, ich will so eine Katzentoilette, die selbst reinigend. Das ist ja cool. Hatte ich noch gar nicht gesehen.
So, Hygiene, genau. Dann geh doch mal duschen. Warte, hier. Erfrischende Dusche. So, was ich auch noch mal hier noch mal sagen wollte, weil ich auch gefragt bin, wer oder wie heiße ich in der Galerie? Und ja, also meine Bibliothek, ich heiße Saki minus Night Owl. Ja, das ist so geschrieben. Und hier könnt ihr einfach mal, ups, das ist eigentlich gar nicht meine. Das habe ich nur in meinem. Naja, also ihr seht hier habe ich, ich weiß gar nicht, ob ihr das dann auch seht. Naja, schauen wir mal. Ich habe immer mal wieder auch meine Familien auf jeden Fall hier reingemacht. Jetzt komme ich nicht mehr, doch so. Ich habe auch hier einiges hier runtergeladen, mal, wenn ihr mir was geschickt habt und so. Ja, und ich suche was. Ich suche meine Legacy Challenge, aber wir sind ja nicht bei der Legacy Challenge. Auch das habe ich natürlich hier drinnen. Ich habe hier so ein paar interessante Sachen auch für mich runtergeladen einfach. Manchmal füge ich das einfach der Welt hier hinzu, ohne dass ich jetzt groß damit spiele. Oder ich mache das vielleicht auch nochmal doch privat, dass ich dann spiele. Sie hat echt abgenommen. Cool. Oh, wir können uns mal knutschen, Call. Komm, sanft küssen. Und nein, ich will kein Hände küssen. Komm, ich will einfach nur knutschen, Mensch. Hallo? Knuddeln, küssen, da. Sie hat super Sport gemacht, muss ich sagen. Techtelmechtel im Sarg wäre vielleicht auch ganz okay. Mal wieder. Ich finde sie auch irgendwie eine hübsche, muss ich sagen. Sie rennt schnell, er nimmt die Fledermaus-Variante. So, Fabio. Du gehst hier nochmal auf die Toilette. Spaß, okay, Spaß. Die Katze. Okay, hier, auch belehren. Ach so, wir müssen noch. Kevin kommt auch. Wir müssen noch Hausaufgaben machen. Wie süß. Klatscht und so. Dann kann ich die mal umziehen. Das muss doch auch. Ups. Das muss doch auch irgendwie hoch. Ich will auch bloß hier raus. Wartet mal. Der Kevin ist ja gerade nach Hause gekommen. So. Tierpflege. Outfit ändern. Ich habe nämlich noch zwei Outfits dazu gefügt. Ich würde das gerade mal ändern wollen. Wo ist sie denn? Ah, klappt das nicht? Okay, was ist los? Ah, jetzt ist sie. Ach Gott, guckt mal. So sieht sie ein bisschen anders aus, ohne Zylinder. Oh, Bimboy, Huffin? Okay. Irgendwie stimmt was nicht mit dem Napf oder was? Okay, mach mal Schüssel leeren. Oh, sorry. Ich wollte ihn nehmen. Was ist mit dir? Also Durst. So, und dann füllen und Valerie zum Essen rufen. Narabu, Upa. Okay, diesmal scheint es geklappt zu haben. Nein? Doch. Ja, sehr schön. Ich wollte wirklich nochmal jetzt einfach gucken. So, genau, du gehst ins Bett. Ich hoffe, schlafen. Jawohl. Dann, wir haben jetzt das Techtelmechtel zwar nicht mitbekommen. Oh je, du hast Durst.
aber auch wirklich ganz dolle Durst. Mal gucken, wer so draußen rumlümmelt. Ob wir irgendeinen Sim sehen, den wir mal fix beißen können. Oder wir rufen die Nachbarn an. Sollen wir kurz vorbeikommen? Wartet mal. Achso, Moment. Rechnung bezahlen übrigens. Bezahl mal die Rechnung. Wir haben jetzt endlich Geld. Und einladen auf aktuellem Grundstück. War nicht Saskia und ich meine, gut, die haben schon gar nicht so ein gutes. Aber ich würde die Saskia. Saskia. Nee, doch, die heißt auch Saskia. Oh, hallo, Masami. So, meine Liebe. Was machst du, du? Mhm. Ich glaube, mit dir habe ich jetzt die Hausaufgaben schon fertig. Oh, Sarah schläft. Dann versuch's doch mal mit ihr da vorne. Von Partner schwärmen. Ich glaube, ja, die ist ein Vampir. Dann nützt es mir nichts. Bedürfnisse aussaugen, Durstbedürfnisse leeren. Guck mal, Mama. Oh Gott, wie der läuft da hinten. Und dann, ja, komm, wir machen dir noch mal. Oder du kannst komm mal. Essen. Essen. Das sollte bis in den ersten Durst ein bisschen löschen. Oh, 2 Tage erreicht. 0 Uhr. Irgendwie das, also vom Vampir wissen teilen. So, was können wir denn noch machen? Halluzination. So. Paranoi? Ich finde die so süß. Ich habe im Computer eine Menge verrückter Dinge über Vampire. Achso, das teilt er als Wissen. So, Saskia, wir haben jetzt ja immer noch keine Rechnung bezahlt. Dann mach du das doch bitte mal. Wo sind wir denn da? Ich will schon wieder mal. Hier, schalt mal ein. Alle 12 Stunden. Ehrlich? Müll lernen. Oder möchtest du einfach fahren? Naja, egal. So, ich habe ein bisschen darauf gewartet, was sie macht. Jetzt hier, hallo. Reden mit. Sie halluziniert hier vorne noch. Dann können wir mit Laserpointer zum Beispiel kennenlernen. Streicheln. So. Anka quatscht mit der Mama. Wann wird Anka nochmal älter? Die braucht noch ein bisschen. Und Luisa? Oh, in 2 Tagen. Ach, im Grunde. Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Es ist eine sehr große Familie. Ich kann mich immer nicht so auf Einzelne dann konzentrieren. Das finde ich oft immer sehr schade. So, Tag verschönern. Von Ästhetik. Liebevoll umarmen. Beste Freunde werden. Verstehen sich wirklich sehr gut. Was muss ich eigentlich mit dir noch? Oh ja, okay. Was haben wir da? Gut. Süßigkeiten schwärmen. Bitte in die Sterne schauen, warum nicht? So, Enrico, mein Lieber. Der hat immer noch Durst. Ich habe niemanden. Ich könnte Kevin einfach mal nehmen.
Mann, warum läuft denn gerade kein Nicht-Vampir hier draußen rum? Wer ist das? Veronika Schmitz. Die sieht sehr vampirisch aus, oder? Von den Klamotten her. Wir kennen sie noch nicht. Oh. Tja, sie sieht nur vampirisch aus. Spielsachen aufräumen, ja, okay. Sie sieht nur vampirisch aus, ist es aber nicht. Sie trägt aber ein interessantes Halsband. Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Veronika Schmitz. Das Halsband stört mal nicht. Was machst du? Oh, Laserwand verspielt, okay. Okay. Nur mit Saskia dürfen wir es nicht machen. Umso länger dauert es hier noch. So, sie geht auf den Boden und er macht nebendran mal eine dunkle Meditation. So, du bist ins Bett gegangen. Kevin ist, glaube ich, auch noch im Bett. Ja, ein bisschen lasse ich ihn noch schlafen. Die Saskia ist mit ihrer jüngsten Tochter hier, finde ich auch echt süß. Und Luisa, was mache ich denn mit dir? Ist da was kaputt gegangen? Ja. Reparier das mal. 12-mal freundlich zu Tieren sein. Streicheln. Bürsten. Das können wir dann vielleicht noch machen. Guck mal, die will doch noch mal. Lass mich mal fahren. Warum riechst du? Irgendwie mit dem Hut sieht sie irgendwie viel süßer aus. Wobei ich meine, das ist auch irgendwie goldig, aber ja. So, inspiriert. Das macht doch wunderbar inspiriert. Ach, super, das macht sogar noch kreativ dazu. Das wusste ich gar nicht. Bei ihr ja nicht, also bei Kindern wohl. Wobei sie hat wahrscheinlich schon Kreativität ganz voll, oder? Ach, Minimalerei. Nee. Also Kreativität gibt es ja nur bei... Ich war mal wieder bei Sims 2, I'm sorry. So. Ja, ich glaube, an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal wieder ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Eure Sakinado. Ciao, ciao.